schon cool hier in Rio. Hat man so das Gefühl, als wenn man selbst an den Start geht. Leider ist dem nicht so, aber dafür habe ich die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Geschichten zu erfahren, ganz nah am Athleten zu sein. Und eine Person, die Maya Rebeck, ich habe mal Lust, mit ihr ein bisschen zu schnacken und zu schauen, wie sie so die Zeit hier erlebt und wer sie ist. Es gibt jetzt natürlich nicht die deutschen Kartoffeln mit dem, also das, was man jetzt so als Rotkohl. Genau. Ja, Maya, du bist hier in Rio bei den Olympischen Spielen. Erzähl mal, erstmal, wie fühlst du dich? Bist du auch schon mental gelandet? Ja, doch, mittlerweile schon. Also wir sind ja vor 2 Tagen morgens früh hier angekommen und der erste Tag war natürlich erstmal gigantisch mit ganz vielen Eindrücken irgendwie und man wollte alles machen und alles aufsaugen und jetzt mittlerweile kennt man schon die Abläufe, weiß, wo es zum Essen geht, weiß, wie man nicht eine halbe Stunde braucht, bis man das gefunden hat, was man möchte in dieser Riesenmensa. Von daher, ja, alles gut. Okay, cool. Ja, du wirkst mir eine sehr lässig coole Person. Erzähl mal so ein bisschen über dich. Welche 5 Worte würden deine Freunde nennen, das typisch Maya ist? Damit wir dich auch mal ein bisschen besser kennenlernen. 5 ist ganz schön viel. Sagen wir mal 3. Alle guten Dinge sind 3. Sicherlich bisschen sportlich aktiv, denke ich mal, trifft auf jeden Fall zu. Bisschen unruhig auch, also so was das Aktivitätspensum betrifft, da muss schon irgendwie immer was los sein und am besten irgendwie in der Natur, von daher naturverbunden. Wenn du ein Gewürz wärst, was wärst du? Kreativität ist immer nicht so meins und Spontanität auch nicht. Also mir ist Pfeffer als erstes eingefallen, aber einfach, weil das Gewürz ist, was mir als erstes eingefallen ist, glaube ich. Okay. Vielleicht sagt das schon irgendwas unbewusst aus, weiß man nicht. Weiß man nicht, ja. Vielleicht, weil ich gerne Pfeffer esse. Aber, kann ja sein. Ein bisschen Würze in Gespräch, ne? Ja, sehr genau. Schön. Und wie ist das, wenn du jetzt ein Auto wärst, dann am liebsten? Oh, mit Autos habe ich so gar nichts am Hut. lässt dich eher chauffieren. Ja, nee, ich nehme lieber das Rad. Ach, sehr gut. Lieber bewegen. Rennrad. Hast du ja gesagt, lieber du bist aktiv unterwegs. Okay, also Rennrad. Passt. Welche Frucht wärst du? Eine Banane. Eine Banane, weil? Sportler, viele Bananen essen. Du bist ja hier angereist als Olympionikin. Mit welchen Erwartungen bist du hier rangegangen? Man hat ja so gar keine Ahnung, was auf einen zukommt. Beziehungsweise man hört ganz schön viel in den Medien vorweg, was alles auf einen zukommt. Und man hört irgendwie was von anderen Leuten. Aber im Endeffekt sind jede Olympische Spiele wieder anders. Das ist ja für keinen vorher vorhersehbar, wie die Nation das gewuppt kriegt und ob die alles hinkriegt, so wie es sein soll und geplant ist. Von daher habe ich mir da vor dem gar nicht zu viele Erwartungen versucht zu machen, sondern einfach zu sagen, jo, mal schauen, was da so abgeht. Was auf dich zukommt. Genau. Und sag ich mal, wie lebst du deinen Traum? Indem ich hier bin und morgens aufwache und denke, geil. Sehr cool. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir für die nächsten 2 Tage auf jeden Fall schon mal viele Erfahrungen, die du noch sammeln kannst, damit du am 13. mit olympischem Feuer gepackt dann in den Start gehen kannst. Vielen Dank. Super.